Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Stadtwerke Impact Day am 27. Januar 2022. Wer schon eine Weile bei uns mit am Kanal ist, der wird sich erinnern, dass ich vor etwa einem Jahr den Stadtwerke Innovators Day im Januar 2021 so ein bisschen beworben habe, weil ich dort eben auch eine Moderation übernommen habe für die Stage rund um die Grid-Themen, also rund um das Netz, um die Smart Grid-Technologien. Dieses Jahr wird es also statt des Innovators Day den Impact Day geben, wie ihr auch hier in der Laufschrift sehen könnt, hängt das aber natürlich alles zusammen. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung also bevorsteht, denn wir sind noch mitten in der Corona-Pandemie, Präsenzveranstaltungen gibt es nicht, auch die Messen werden tendenziell nicht in der Form stattfinden, wie wir es vielleicht noch Ende letzten Jahres erwartet hätten. Aber hier gibt es eine Online-Veranstaltung, die eben auch technisch sehr, sehr, sehr gut umgesetzt ist, wo man also wirklich auch mitmachen kann. Und das möchte ich euch einfach ans Herz legen. Am 27. wird es dann praktisch eine Online-Konferenz geben. Wenn ihr euch anmeldet, dazu kommen wir auch gleich, kriegt ihr einen Login für eine Online-Plattform, wo dann nachher das Video-Streaming auch sein wird. Dort sind aber auch diverse, ich sag mal, interaktive, kollaborative Möglichkeiten, sich zu vernetzen, in Chats einerseits miteinander zu arbeiten, aber auch in so größeren Konferenzräumen auch einfach miteinander zu sprechen. Und je nachdem, was für eine Veranstaltungsform es dann nachher ist, ne, also ob eine Keynote, ein Vortrag oder eher eine Diskussion, Podiumsdiskussion, kann es auch sein, dass man als Gast, der was zu sagen hat, der sich also vielleicht auch meldet, ich hätte hier gute Stichpunkte, dass der einfach mit auf die Bühne geholt wird und dann eben auch mindestens dann in der Fragerunde oder in der Diskussionsrunde seinen Input mit dazugeben darf. Also im letzten Jahr hat das super gut funktioniert. Ich war da auch ein bisschen mit hinter den Kulissen unterwegs. Und das wird dieses Jahr tendenziell sogar noch besser, weil auch die Plattform dahinter sich weiterentwickelt hat. Und zwar ist es also so, wenn wir hier mal runterscrollen auf der Website, ihr seht einerseits, dass viele Unternehmen das Ganze unterstützen und dann seht ihr hier eben auch so die Impact-Speakerinnen. Und wenn wir das scrollen und scrollen, sind da viele bekannte Gesichter dabei. Und wenn man so ein bisschen weiter scrollt, da sind wir schon an mir vorbei. Ha, hier ist der Carsten Eckert tatsächlich. Ich werde nämlich auch einen kleinen Slot nehmen und über im Großen und Ganzen Bürgerbeteiligung sprechen im Kontext von Bürgerenergiegenossenschaften. Ich habe selbst eine mitgegründet und bin Aufsichtsratsvorsitzender. Und wir haben natürlich jede Menge ganz praktische Erfahrungen darum, wie man das gründet, was man da vorbereitet, wie man sich auch in die Community reinfindet und da Erfahrungswerte mitnimmt. Und dann natürlich auch so, ja, was macht man und was macht man besser nicht? Und dementsprechend werden wir da viel drüber sprechen können, wie eben so eine konkrete Beteiligung von Bürgern auch angetriggert wird. Weil mittlerweile sind wir zum Beispiel so weit, dass auch wirklich Mitgliedsanträge kommen, Genossenschaftsanträge kommen von Leuten, die wir gar nicht kennen, die einfach auf uns aufmerksam geworden sind, die das cool finden. Und wie kann man das Ganze aufbauen, auch mit so ein bisschen Social-Media-Begleitung, vielleicht auch mit Videos und Co., um das einfach wirklich greifbar zu machen und Bürger wirklich zu beteiligen entlang der wichtigen Themen der Energiewende, Klimaschutz, Umweltschutz und so weiter. Genau das ist am Ende auch so die große Überschrift. Wir wollen hier ganz konkret Wissenschaft und Energiewirtschaft nochmal zusammenbringen und eben darüber sprechen, wie man diese großen Ziele wie 1,5 Grad Erderwärmung verhindern und möglichst drunter bleiben und möglichst schnell in den Klimaschutz kommen und irgendwie doch nochmal die Wende schaffen, wie man das runterbricht auf den konkreten Alltag auf mehreren Ebenen. Bis dahin habt ihr auch jeden Donnerstag noch die Bar and Grill Veranstaltung mit zwei der Organisatoren oder auch immer mal wechselnden Gästen, wo eben über verschiedenste jetzt aktuelle Themen der Branche, der Energiewirtschaft gesprochen wird, eben auch immer im Kontext von Weiterentwicklung, von Kulturveränderung, von Technologien und Innovationen. Und genau das findet ihr dann auch hier ganz unten nochmal als so Zusammenfassung, ne? Es geht bei dieser ganzen Veranstaltung um Strategien, Roadmaps, es geht um Technologien, Innovationen, es geht um Business, also Geschäftsmodelle und es geht um Culture, also Unternehmenskultur. Wie kann ich es eigentlich schaffen, auch meine Leute allesamt auf den Weg zu bringen, dabei menschlich zu bleiben, aber gleichzeitig sehr, sehr schnell und klar eben uns alle weiterzuentwickeln im Sinne einer ja, Energiewende, Klimaschutz, Umweltschutz etc. Ihr findet auf dieser Webseite hier also diverse Informationen. Hier unten haben wir zum Beispiel auch einen Fragenbereich, ne, FAQ, wo ihr dann auch ein bisschen was rund um diese Plattform
Airmeet euch nochmal anschauen könnt, das uns ein paar Sachen verlinkt, wenn ihr wissen wollt, wie das nachher funktioniert, ist hier die entsprechende Info. Und mittlerweile ist hier eben auch die Agenda online. Und ich sage es einfach mal so, man kann so schnell ein bisschen durchscrollen, dann sieht man aber eben auch, dass da ganz schnell eben auch hier verschiedenste Sessions parallel laufen. Und das ist dann einfach super spannend. Hier sind auch wirklich jede Menge bekannte Namen mit dabei. Guckt da einfach mal fix rein und ihr werdet sehen, da ist für jeden was dabei. Guckt dort einfach mal genauer rein. Neben diesen diversen Veranstaltungen haben wir hier dann auch den Bereich der Tickets, weil das ist natürlich wichtig, wie kann ich denn dann überhaupt teilnehmen? Ihr gebt hier eure diversen Rechnungsinformationen ein und könnt dann hier die Ticketmenge auswählen und da könnt dann entsprechend hier euch die Zugänge holen. Dann bekommt ihr eine E-Mail mit den Zugangsinformationen und könnt euch dann entsprechend rechtzeitig einloggen. Das hat beim letzten Jahr super funktioniert. Auch für alle, die nicht ganz so affin waren, hat das trotzdem gut funktioniert. Und mittlerweile, entlang der Corona-Pandemie, sind wir sowieso alle gewohnt, online zu arbeiten. Ich bin jetzt hier aber auch im Gutscheinfeld, denn schlussendlich gibt es hier noch den kleinen Trick. Man kann hier beispielsweise den Code Carsten10 eingeben und nein, es ist jetzt hier kein entsprechendes Affiliate-Marketing. Ich nehme kein Geld von dieser Veranstaltung, wenn ich hier irgendwas vermittle, sondern es geht einfach darum, dass ihr vielleicht auch nochmal ein kleines bisschen sparen könnt, wenn ihr hier einfach mit teilnehmen wollt. Nutzt gerne diesen Code und kriegt dann einfach nochmal 10% Discount und dann habt ihr auf jeden Fall eine gute Zeit und einen guten Weg hin in diese Veranstaltung. Also, wie gesagt, geht hier einfach mal drauf. Die Seite ist zu erreichen unter sid.earth, ne? Also sid.earth. Und dort findet ihr die diversen Informationen über den gesamten Ansatz, über die Agenda, über die Tickets und weitere Fragen plus Networking-Themen, die ja einfach interessant sind. Und es gibt ja auch nochmal einen kleinen Blick zurück auf letztes Jahr, wenn ihr euch nochmal ein Bild davon machen wollt, wie sowas insgesamt gedacht ist. Ich freue mich extrem darauf, weil ja auch weiterhin andere Veranstaltungen, also so typische Jahresveranstaltungen, auf die man immer wieder geht, die kommen halt nicht, ne? Also die typischen Messen, die typischen Konferenzen, es ist extrem schwierig und man will es vielleicht auch nicht so sehr, weil die Pandemie ist nicht vorbei, ne? Von daher, ich freue mich darauf, auch gute Online-Veranstaltungen zu sehen, dort teilnehmen zu können und ich kann es aus Erfahrung sagen und weil ich auch ein bisschen mit hinter den Kulissen dann einfach hier mit moderieren werde, das ist richtig gut gemacht. Die Leute wissen, wie man sowas in die Zukunft bringt und wie man im 21. Jahrhundert eine Online-Veranstaltung macht. Hier könnt ihr mal sehen, wie man sowas richtig gut angehen kann. Macht also mit, guckt euch den Stadtwerk Impact Day an. Wir verlinken das alles natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ja, nutzt gerne den Gutscheincode, um nochmal 10% Discount zu nehmen. Und dann seid mit dabei am 27.01. Beginnt dagegen um 9, geht da eben so lange, wie die Agenda so läuft. Aber es gibt auch viele Networking-Themen so parallel. Schaut euch das an. Es wird cool. Habt ihr ansonsten Fragen, Anmerkungen oder Erfahrungen vom letzten Jahr, dann gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.